Ja, hallo, ich bin's der Mario. Heute möchte ich über Flächenpressung reden. Flächenpressung, was ist das? Man stellt sich einfach mal vor, man hat da einen Boden, man stellt etwas Schweres auf den Boden drauf und ja, das Ding drückt auf den Boden mit der Gewichtskraft. Und diese Gewichtskraft erzeugt natürlich eine Gegenkraft. Eine Normalkraft in dem Fall, Fn. Und gleichzeitig wird die Gewichtskraft über die Fläche verteilt. Das heißt, wir haben eine Druckspannung in der Grundbodenfläche. Die kann man jetzt so aufzeichnen, quasi wie eine Streckenlast. Und so weiter und so fort. Und das nennt man klein p. Und die Druckspannung klein p, also die Flächenpressung, Entschuldigung, ist die Normalkraft durch den Querschnitt. In dem Fall ist ja dieses F ja auch die Fn, weil es ja die Kraft ist, die entgegengesetzt wirkt. Und dann, wenn man dann die Gleichgewichtsbedingungen aufstellt, hat man ja das. Also, so sieht es aus. Der 0 auf 15 Fall. Wir reden hier von einer Flächenpressung. Das heißt, die Einheit ist Newton pro Quadratmillimeter. Eh klar, nicht überraschend. Das sieht ja auch aus wie eine Spannung, Kraft pro Fläche. Aber wenn man jetzt sich überlegt, ja, was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Wenn ich da jetzt ein Bauteil zeichne, von mir aus mache ich es so, in der Perspektive, eine Spannung wirkt immer im Querschnitt, beziehungsweise eine Normalspannung wirkt quasi durch den Körper durch und eine Flächenpressung wirkt immer an irgendwelchen Werkstoffrändern, Mantelflächen. Es kann auch der Mantel selbst sein, der gepresst wird. Allerdings muss man dann auf projizierte Flächen achten. Die Flächenpressung ist da nicht gleich die Mantelfläche, sondern man muss immer achten, was ist die projizierte Fläche. Hier ist es leicht. Hier ist es leicht. Wenn das Ding jetzt so aussieht in der Realität, also sprich die Kiste, liegt das so drauf, dann ist die Flächenpressung quasi die Grundfläche vom Boden, logischerweise. Also das wäre mein A, meine Fläche. Allerdings kommt es halt darauf an, bei anderen Größen, wie die Kraft wirkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein irgendwas auf Abscherung berechnen muss, irgendwelche Bolzenverbindungen, irgendwelche Stiftverbindungen auf Abscherung berechnen und ich habe da zum Beispiel ein Bolzenloch und da wirkt jetzt der Bolzen drin und der erzeugt mir der Bolzen erzeugt mir eine Kraft in diese Richtung. Und ich muss mir das dann anschauen, wie sieht jetzt die Fläche aus? Oder ich mache ein leichteres Beispiel. So eine Nut, da lege ich jetzt ein Bolzen rein. Wie sieht jetzt die Flächenpressung aus? Ui, das ist hässlich. Ah, egal, ihr wisst, was ich meine. Die Flächenpressung ist in diesem Fall die Projektion. Ich kann nämlich hier an dieser Stelle und an dieser Stelle kann ich keine Flächenpressung aufnehmen.
das geht hier von unten weg gegen 0. Hier kann ich wunderbar aufnehmen, weil hier habe ich quasi einen Punkt, wo ich die Normalkraft waagrecht, also senkrecht dazu aufstellen kann. Aber an den Seiten würde das ja nicht gehen. Das heißt, die Flächenpressung bei diesem Beispiel muss mit projizierten Flächen gerechnet werden. Projizierte Flächen heißen in dem Fall, die Breite bzw. der Durchmesser, und das ist dann die Länge hier, das ist die Länge und das ist der Durchmesser, also D mal L, D mal L, und das wäre dann quasi die projizierte Fläche für das Beispiel, wenn ich hier eine Flächenpressung berechnen möchte. Wir sehen uns jetzt an bei einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Und zwar, die habe ich aus dem Carbus. Und zwar eine Welle. Also wie gesagt, es gibt nicht projizierte Flächen, wo die Kräfte direkt drauf wirken, die Flächenpressung. Und es gibt projizierte Flächen, irgendwelche Kreisflächen, irgendwelche Mantelflächen. Und dann muss ich schauen, wenn jetzt die Kraft von da oben kommt, wie wirkt diese Kraft auf diese Mantelfläche? Auf diese Mantelfläche. Und man muss einfach, es muss einem bewusst sein, dass diese Ecken hier, die können ja keine tatsächliche Kraft in dieser Richtung aufnehmen. Und deswegen muss man diese Mantelfläche muss man ersetzen durch dieses Rechteck, damit man das rechnen kann. Okay, das Beispiel ist mit der Welle. Wir haben also Beispiel Welle. Wir haben eine kleine schöne Welle. Wir haben einen Wellenabsatz. Das heißt, hier wird die Welle schmäler. Es gibt einen Übergang auf einen neuen Durchmesser. Dann haben wir das Wellenende hier so, dass die Welle, die Welle wird gelagert durch ein Gleitlager. Hier haben wir noch die Symmetrieachse. Also das Gleitlager ist hier an dieser Stelle, was nehmen wir? Und auf der anderen Seite natürlich auch. Also das ist das Gleitlager und dann haben wir noch die restliche Baugruppe, was auch immer. Da, wo die Welle halt angesetzt ist. Hier auf der Seite und auf der Seite. Ich spare mir jetzt bewusst die Schraffur. Von mir ist, ich schraffiere nur das Gleitlager, damit man das besser erkennt. Also das Gleitlager ist ja drumherum. Und ja, es gibt jetzt noch in diesem Beispiel eine Kraft. Die Kraft wirkt so hier. Also ein bisschen länger. Die Kraft F unter einem Winkel von unter einem Winkel Alpha und S 55 Grad. Okay, wir haben einen kleinen Durchmesser vom Wellenende. Das ist klein d, wir haben einen großen Durchmesser. Groß d und folgende Werte gegeben. Und zwar
Die Kraft F ist 8,4, na, 8,4 Kilonewton. Alpha ist 55 Grad. Der kleine Durchmesser ist 40 mm. Der große Durchmesser ist 50 mm. Und gesucht ist, wir haben ja eine schiefe Kraft, also haben wir axiale Komponenten und radiale Komponenten. Also gesucht ist die Flächenpressung. Die Flächenpressung in radialer Richtung und die Flächenpressung in axialer Richtung. Dieses Gleitlager kombiniert, also kann sowohl, also sie kann Axialkräfte aufnehmen und Radialkräfte, das heißt kombiniert mit Axial und Radial Lagerfläche. Okay, dann rechnen wir das jetzt weiter. Das heißt, wir schauen uns die erste Flächenpressung an. Die erste Flächenpressung PA von mir aus, die axiale. An der Wellenschulter. Wir schauen uns einmal die radiale Komponente an. Also wenn wir das jetzt zerteilen, hier haben wir die radiale, also die axiale Kraft, Entschuldigung, und hier haben wir die radiale Komponente. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach aus, die axiale Komponente, das heißt F axial in dem Fall, ist F mal Cosinus Alpha. Das wären in dem Fall 8400 Newton mal Cosinus 55 Grad und das sind 4818 Newton. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss mir die Fläche anschauen. Welche Fläche brauche ich? Ich habe ja dieses Bauteil. Das schaut ja so aus. So, habe mir Mühe gegeben. Und ich brauche, das schaut irgendwie blöd aus. Und ich brauche jetzt für die axiale Flächenpressung hier die Kreisringfläche. Kreisringfläche. Weil das ist das, was beim Gleitlager hier wirkt. An dieser Stelle. Ich habe ja hier eine Verbindung zwischen dem Gleitlager und der Welle. Deswegen brauche ich die Kreisfläche. A ist gleich d Quadrat, also großes d minus kleines d Quadrat, Pi Viertel. Und somit habe ich, mit dieser Differenz habe ich ja gleich den Ring, indem ich großen Durchmesser minus kleinen Durchmesser wähle. Das ist 60 zum Quadrat minus 40 zum Quadrat mal Pi. Dividiert durch 4 und da kommt raus, ist gleich 1571 Quadratmillimeter. Und das dividiere ich jetzt durch, sprich PA, die Flächenpressung, ist F axial dividiert durch A. Und das sind 4000
118 Newton dividiert durch 1571 Quadratmillimeter. Und da kommt raus 3,07 Newton pro Quadratmillimeter. So, das ist auch schon das erste Ergebnis. Das ist die Flächenpressung in axialer Richtung, PA. Und jetzt kommt noch die zweite Flächenpressung. PR am Lagerzapfen. Okay, wie funktioniert das? Da müsste ich jetzt das oben nochmal kopieren. Und zwar brauche ich diese Skizze hier noch einmal. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen größer. Das lösche ich weg. Das lösche ich weg. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen größer, damit man das besser erkennt. So, welche Fläche ist jetzt hier relevant, wenn man sich das da oben anschaut? Es geht. Die Kraft wirkt ja von einer Richtung. Das heißt, es ist auf jeden Fall die Mantelfläche in diesem Bereich relevant. Dieser Bereich. Wie ist das gemeint? Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann geht es hier um diese Fläche. Und zwar runter projiziert. Das heißt, hier geht es runter, hier geht es runter. Sprich, diese Fläche muss ich quasi herausdrehen, wenn ich mir das jetzt von vorne anschaue. Das ist jetzt mein Kreis von vorne. Diese Fläche, ich mache es jetzt bewusst dicker, diese Fläche muss ich projizieren, und zwar die Mantelfläche von der unteren Seite, weil die wird auf Flächenpressung belastet. Und wir haben ja oben gesagt, aha, so eine Mantelfläche, da muss ich mir einen Trick machen, da muss ich ja sowas anwenden, weil ja außen weniger übertragen kann als genau in der Mitte. Das heißt, das drehe ich mir quasi alles in eine Fläche hinein. Die Fläche sieht dann so aus. Also ich meine, es kommt jetzt natürlich auf die Länge noch an, aber in etwa ist das dann die Fläche, mit der ich rechnen muss. Sprich, das ist die Projektion, das ist der Durchmesser hier, der kleine Durchmesser, und das da hier, die Seite, ist einfach die gesamte Länge von dem Ding. Und die ist in dem Fall B, Entschuldigung, das habe ich vergessen, oben eine Angabe dazu zu schreiben. Die Breite, B, sprich, das hier ist die Breite B. Und wenn ich das jetzt rechne, dann brauche ich in dem Fall die axiale Komponente, sprich FR ist F mal Sinus Alpha. Das sind 8400 Newton mal Sinus 55 Grad, und das sind 6881 Newton, hätten wir schon mal die Kraft. Die radiale Komponente, also Entschuldigung, das habe ich vorhin jetzt vergessen zu sagen, es geht jetzt um die Fläche hier unten. Das ist jetzt die projizierte Fläche für diese halbe Mantelfläche. So, Entschuldigung, PR
Flächenpressung ist Fr dividiert durch A. Und in dem Fall sind das dann die Fr dividiert durch B mal D. Und das ist 6881 dividiert durch 40 mal 50 mm. Newton, hier unten haben wir beides in Millimeter. Da haben wir Millimeter, da haben wir Millimeter. Das heißt, es kommen jetzt 3,44 Newton pro Quadratmillimeter raus. Das heißt, hier haben wir noch einmal eine höhere Flächenpressung als bei der in der Achsenrichtung. Okay, das war's dann schon mit dem Beispiel. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen gut rüberbringen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.